Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Kampf gegen den Krebs setzt die Bundesregierung auf mehr Vorsorge und eine bessere Datenerfassung. Sie beschloss heute einen entsprechenden Gesetzentwurf. Danach sollen Informationen zum Verlauf und zur Behandlung von Krebs künftig in bundesweit einheitlichen Registern erfasst werden. Auch die Untersuchungen zur Früherkennung will die Regierung ausweiten. In Deutschland sterben jährlich mehr als 200.000 Menschen an den Folgen von Krebs. Bei Christel Mokri wurde im vergangenen Jahr ein bösartiger, schnell wachsender Knoten in der Brust festgestellt: Krebs. Sie war zuvor von ihrer Kasse schriftlich aufgefordert worden, zur Mammographie zu gehen. Das hat ihr Leben gerettet. Wenn ich nicht angeschrieben worden wäre, wäre ich vielleicht nicht gegangen. Und man weiß ja dann auch nicht, wenn man diesen so einen bösartigen Knoten hat, wie lange denn noch die Lebenszeit ist. Frauen ab 50 werden bereits seit Jahren von ihren Kassen angeschrieben. Was bei der Früherkennung von Brustkrebs gut funktioniert, soll künftig auch für andere Krebsarten gelten. Mehr noch, es sollen flächendeckend Daten für eine bessere Therapie gesammelt werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen regelmäßig zu Früherkennungstests eingeladen werden. Außerdem werden alle Bundesländer verpflichtet, Krebsregister aufzubauen, also Behandlungsinformationen zu sammeln. Diese Daten sollen bundesweit einheitlich erfasst werden. Insofern wird mit diesem Gesetz erreicht, eine bessere Früherkennung von Krebs und auch eine bessere Versorgung bei Krebs. Das heißt, das Gesetz ist ein Fortschritt im Kampf gegen den Krebs. Künftig sollen also Versicherte zur Vorsorge bei Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs angeschrieben werden. Zu viel Bürokratie, kritisiert die AOK. Das, was bei der Mammographie gut funktioniert, muss zum Beispiel beim Gebärmutterhalskrebs gar nicht funktionieren. Da sind die Frauen heute schon so bewusst, mit dieser Krankheit, mit der Vorsorge, mit der Prävention umzugehen. Um die Therapie zu verbessern, sollen die Länder klinische Krebsregister anlegen. Hier im Saarland sammelt man hauptsächlich bevölkerungsbezogene Daten: Alter, Krebsart, Häufigkeit. Die AOK will kein Länderregister, sondern ein nationales Register, das zentral alle Daten sammelt. Geht nicht, sagen Experten. Ich bin davon überzeugt, dass ein nationales Krebsregister in einem so großen Land wie Deutschland nicht handhabbar ist. Diese logistische Herausforderung, die ist nicht zu beherrschen. Das Gesetzesvorhaben ist aufwendig. Erst ab 2016 werden die Versicherten zur Vorsorge bei Darm- und Gebärmutterhalskrebs angeschrieben. Wie hilfreich sind die beschlossenen Schritte im Kampf gegen Krebs? Mehr zum Für und Wider finden Sie auf tagesschau.de. Um Banken künftig gegen Krisen besser abzusichern, sollen die Kreditinstitute strengere Regeln befolgen und schärfer überwacht werden. Dazu beschloss das Kabinett einen Gesetzentwurf, mit dem das internationale Abkommen Basel III in nationales Recht umgesetzt wird. Banken sollen künftig über mehr eigene Geldmittel verfügen als Risikopuffer in schlechten Zeiten. In Deutschland hat die Bankenkrise einen Namen: Hypo Real Estate. 2009 musste die Bank verstaatlicht werden. Sie konnte ihre Verluste nicht mehr mit ihrem Eigenkapital decken. Solche Fälle soll nun das neue Bankenabkommen Basel III verhindern. Nach unserer festen Überzeugung schützen diese neuen Regeln die Steuerzahler, die gesamte Volkswirtschaft besser vor dem Risiko von Bankenkrisen. Die Kernpunkte von Basel III: Die Eigenkapitalquote der Banken soll von 2% auf 7% steigen. Die Kontrollen der Bankenaufsicht werden verschärft. Und Banken, die gegen Basel III verstoßen, müssen mit Sanktionen wie Geldbußen rechnen. Gewinne können eingezogen werden. Die SPD kritisiert, dass trotzdem eine Bankenrettung durch den Staat nicht ausgeschlossen ist. Sie haben systemrelevante Banken, die immer noch in der Lage sind, wenn sie tatsächlich insolvenz gehen würden, dass der Staat sie auffangen muss. Das heißt, das Prinzip, Gewinne werden privatisiert und Verluste werden sozialisiert, gilt auch nach Basel III. Die Linke fürchtet, dass Sparkassen und Genossenschaftsbanken mit der hohen Eigenkapitalquote überfordert würden. Wenn die 7% für Genossenschaftsbanken und Sparkassen zu hoch sind, brauchen sie eine Unterstützung. Und Finanzexperten sehen in Basel III auch kein Allheilmittel gegen die Euro- und Finanzkrise. Basel III wird nicht eine Zuspitzung der Krise verhindern. Es ist aber ein Element, was sich gegen die Zuspitzung letztlich stemmt. Also ist Basel III eher ein Programm für die Zukunft.
Denn jetzt in der Eurokrise können viele europäische Banken nicht so schnell die hohe Eigenkapitalquote aufbauen. Zu sehr sind ihre Bilanzen mit Staatsanleihen der Euro-Krisenländer wie Griechenland belastet. Der griechische Ministerpräsident Samaras will in den kommenden Wochen die Verhandlungen über ein neues Sparpaket abschließen. Das kündigte er nach einem Treffen mit Eurogruppenchef Juncker in Athen an. Samaras fordert aber mehr Zeit, um die Vorgaben der internationalen Geldgeber umzusetzen. Juncker stellte zusätzlichen Spielraum in Aussicht. Dies hänge aber vom neuen Bericht der Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds ab, der im kommenden Monat vorliegen soll. Es war eine demonstrativ herzliche Begrüßung, ein Signal der Freundschaft, das der Luxemburger Ministerpräsident und Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker setzte, als er seinen griechischen Amtskollegen Andonis Samaras umarmte und beide freundlich in die Kamera lächelten. Das Thema heute, als sich beide dann zusammensetzten, war weniger heiter. Schafft es Griechenland oder scheitert das Land mit seinen Sparbemühungen? Gelingt es, das fast völlig verlorene Vertrauen zurückzugewinnen? Und vor allem, gelingt es, mithilfe ausländischer Investoren und Ratgeber aus der Krise, aus Arbeitslosigkeit und Rekordrezession herauszufinden? Der herbeigerufenen Presse gab Juncker dann zu Protokoll, auch er wolle Griechenland im Euro sehen, aber der Troika-Bericht in wenigen Wochen sei entscheidend. Dann wurde er deutlicher. Wenn alle jene, die Tag für Tag den Austritt Griechenlands fordern, endlich einmal den Mund hielten, dann wäre nicht nur das Verfahren bei der Privatisierung erheblich einfacher. Samaras versicherte, sein Land wolle die Auflagen erfüllen. Griechenland schlägt eine neue Seite auf. Es verändert sich wirtschaftlich, politisch und sozial. Und Juncker und Samaras wollten es durchaus als Demonstration verstanden wissen, dass sie dann am Abend noch gemeinsam zur Akropolis fuhren und ins Museum gingen, wo die Ursprünge Europas zu besichtigen sind, allerdings als Museumsstücke. Es ist endgültig Griechenlands letzte Chance, im Euro zu verbleiben. Und für die Regierungsparteien ist es die letzte Chance, zu überleben. Und auf diese allerletzte Einsicht hofft jetzt Europa. Russland ist heute Mitglied der Welthandelsorganisation WTO geworden. Die Verhandlungen über eine Mitgliedschaft hatten bereits wenige Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion begonnen. Lange Verhandlungen über den Abbau von Handelsschranken zögerten den Beitritt aber hinaus. Russland hat sich nun dazu verpflichtet, seinen Markt schrittweise zu öffnen. Durch sinkende Zölle rechnen auch deutsche Unternehmen mit besseren Geschäften. Zusätzlich hoffen sie auf mehr Rechtssicherheit. Rezeptpflichtige Medikamente müssen im Versandhandel genauso viel kosten wie in der Apotheke. Das hat der gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes in Karlsruhe entschieden. Geklagt hatte ein deutscher Apotheker gegen einen niederländischen Internetversandhandel, der Rabatte gewährt hatte. An die deutschen Festpreise für rezeptpflichtige Arzneimittel seien auch ausländische Anbieter gebunden, so die Richter. Für einige Schüler in Nordrhein-Westfalen startete heute das Schuljahr mit einem neuen Fach, islamischer Religionsunterricht. Nordrhein-Westfalen ist das erste Bundesland, das so einen bekenntnisorientierten Unterricht einführt. Zunächst werden rund 2500 Jungen und Mädchen in 44 Grundschulen unterrichtet. Insgesamt sind in dem Land 320.000 Schüler muslimischen Glaubens. Assalamu alaikum. Die Bonner Robert-Koch-Schule, eine von 44 Grundschulen in NRW, die bekenntnisorientierten Islamunterricht anbieten. Es geht um Fragen wie: Was für ein Mensch war der Religionsgründer Mohammed? Warum sollen Muslime wohltätig sein? Wer sind die anderen Propheten, die der Islam anerkennt? Der Verfasser des ersten Grundschulbuchs wählte einen modernen Weg, eine islamische Identität zu finden. Uns ist es sehr wichtig, damit auch dieser Unterricht einen Beitrag leistet für die Integration hier in Deutschland, dass diese islamische Identität nicht im Widerspruch steht zu einer deutschen oder europäischen Identität. Wir suchen nach dem sowohl als auch. Weil es noch kein Fachpersonal gibt, orientiert sich der Unterricht an der seit mehr als 10 Jahren angebotenen Islamkunde. Die meisten theologisch ausgebildeten Lehrer werden erst in einigen Jahren ihren Universitätsabschluss erlangen. Das neue Fach sei zunächst einmal ein Zeichen der rechtlichen Gleichstellung. Heute ist der Startschuss für
war ein großes Zeichen der Akzeptanz. Die Eltern und die Schülerinnen und Schüler fühlen sich akzeptiert, sie fühlen sich wohl angenommen an der Schule mit ihrer Person, mit ihrer Eigenart, mit ihrer Religion. Der Lehrplan wird noch ausgearbeitet. Im nächsten Schuljahr soll er fertig sein. Damit beauftragt ist ein Beirat. Er setzt sich zusammen aus traditionell konservativ orientierten Islamverbänden und Experten, die das Schulministerium ernennt. Die Bilder von den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen vor 20 Jahren gingen um die Welt. Tagelang randalierten ausländerfeindliche Gewalttäter vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber unter dem Beifall von Zuschauern. Schließlich steckte die Menge ein Wohnheim in dem Gebäudekomplex in Brand, in dem mehr als 100 Vietnamesen eingeschlossen waren. Alle Bewohner konnten sich retten. Rostock-Lichtenhagen vor genau 20 Jahren. Vor dem Sonnenblumenhaus sammelt sich ein Mob. Skandiert rechte Parolen. Steine fliegen. Der Hass richtet sich gegen Asylsuchende, tritt später die vietnamesischen Vertragsarbeiter. Schließlich Brandsätze auf ihre Wohnungen. Rostock-Lichtenhagen heute. Sanierte Plattenbauten, nachbarschaftliche Atmosphäre und nur 300 Meter vom Sonnenblumenhaus entfernt, ein Begegnungszentrum. Jan-Peter Weiß arbeitet mit den Kindern aus Lichtenhagen, dem Viertel, das zum Synonym für Fremdenhass geworden ist. Auf der anderen Seite haben wir auch mit Aktionen, die wir hier in Lichtenhagen gemacht haben, zeigen wollen, dass Lichtenhagen heute ein anderer Stadtteil ist, als der, der in der Welt rumgegangen ist. Und insofern, denke ich mal, sind wir da auf dem Wege, das normale Leben auch zu zeigen, ohne zu vergessen. Das ist wichtig. Für etwa 14.000 Menschen ist Lichtenhagen heute ein Zuhause. Auch für Riad und Clara, beide nach den Ereignissen von 1992 geboren. Ich habe es erst vor einer Woche vor Jan-Peter erfahren. Und er hat mir halt ein bisschen erklärt, was da passiert ist. Sonst davor wusste ich auch nicht, was da los war. Also ich wusste das davon, weil wir es im Geschichtsunterricht schon mal hatten. Und weil meine Mutter mir halt auch ein bisschen viel darüber erzählt hat. Das Datum ist den meisten Lichtenhägern noch unangenehm, auch wegen der großen Aufmerksamkeit. Verschweigen und Beschönigen geht hier aber in Gedenken und Bewältigung über. Der frühere Verteidigungsminister Georg Leber ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der SPD-Politiker und Gewerkschafter galt als einer der Architekten der Großen Koalition unter Kanzler Kiesinger. SPD-Chef Gabriel würdigte Leber als eine der ganz großen politischen Persönlichkeiten der Nachkriegsgeschichte. Georg Leber, aufgewachsen in der Nähe von Limburg in Hessen, machte sich früh einen Namen in der Politik und Gewerkschaftsarbeit. Als Vorsitzender der IG Bausteine Erden führte er die Vermögensbildung für Bauarbeiter ein. Seine politische Karriere begann er 1966 als Verkehrsminister in der Großen Koalition in Bonn. Im Kabinett Brandt-Scheel wechselte er auf die Harthöhe und übernahm von Helmut Schmidt das Verteidigungsministerium. Er scheute keinen Konflikt, entließ etwa Luftwaffengeneräle, die sich mit einem ehemaligen NS-Oberst in einer Bundeswehrkaserne getroffen hatten. Solange ich auch mit dem Eid, den ich hier vor diesem Bundestag geleistet habe, Verantwortung für die Bundeswehr tragen, kommt dieser Kerl nicht in deutsche Kasernen hinein, mit meiner Zustimmung jedenfalls nicht. Nach einer Wanzenaffäre des militärischen Abschirmdienstes nahm er den Hut. Mitte der 1980er Jahre beendete er als Schlichter mit dem Einstieg in die 35-Stunden-Woche einen der härtesten Arbeitskämpfe in der Metallindustrie. Danach zog er sich zurück in die Alpen und widmete sich vor allem der Hobbymalerei. Bei einem Busunfall auf der A92 bei Freising in Bayern sind am Nachmittag mindestens 33 Menschen verletzt worden, die meisten von ihnen Kinder. Der Bus aus Dachau war ins Schleudern geraten und umgestürzt. Nach Angaben von Augenzeugen gab es zum Unglückszeitpunkt schweren Regen und Hagel. Bei einem Auffahrunfall am Stauende wurden 3 weitere Menschen verletzt. Schwere Waldbrände haben in Spanien erneut riesige Waldflächen vernichtet. Am Sonntag war das Feuer in der nördlichen Region Kastilien ausgebrochen. Anwohner mussten in den vergangenen Nächten ihre Häuser verlassen. Derzeit breiten sich die Flammen zwar nicht weiter aus, Winde könnten aber für neue Gefahren sorgen. Seit Jahresbeginn wurden in Spanien insgesamt etwa 140.000 Hektar Wald durch Brände zerstört. Und hier die Lottozahlen. 1, 7, 11, 15, 31, 49, Zusatzzahl 8, Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 9, 7, 6, 4, 6, 3, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 0, 8, 7, 2, 0, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 23. August. Hochdruckeinfluss beschert uns morgen verbreitet Sonnenschein. Im Norden Deutschlands macht sich die Tiefdruckzone über Nordeuropa bemerkbar und im Süden hält sich schwülwarme Luft, in der sich einzelne Schauer und Gewitter entwickeln. Die sind heute Nacht südlich der Donau unterwegs, auch von Nordfriesland bis Rügen örtliche Schauer oder Gewitter. Sonst funkeln vielerorts die Sterne und morgen scheint verbreitet die Sonne. Vor allem in Küstennähe gibt's neben Sonne auch Wolken und einzelne Schauer. Auch im Süden Baden-Württembergs und Bayerns zum Teil wolkig mit ein paar Schauern und Gewittern. Im Süden weht der Wind schwach, im Norden überwiegend mäßig, an den Küsten auch frisch aus westlichen Richtungen. In der Nacht Temperaturen von 8 Grad in der Eifel bis 18 an der Isar. Morgen Werte von 19 Grad auf den nordfriesischen Inseln bis 30 im Markgräfler Land. Am Freitag mal Sonne, mal dichte Wolken mit Schauern und Gewittern, die in der Südosthälfte zum Teil heftig sind. Auch am Samstag wechselhaft, an den Alpen noch heftige Gewitter. Am Sonntag deutlich kühler und im Südosten längere Zeit Regen. Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Tomburo. Wir schildern unter anderem, wie sich die Kurden in Syrien auf einen eigenen Staat vorbereiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.